Herzlich willkommen beim Live-Podcast Nummer 9 von Bigus Kraut. Hauptbahnhof Düsseldorf. Und Stadion der Träume war früher eine Stadtbücherei. Und da haben wir jetzt gleich unseren Live-Podcast über polnischen Fußball. Genau. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen, dass so viele Leute kommen wie möglich. Ja, und wenn nicht, machen wir das trotzdem, ne? Genau. Wir machen das sehr gerne und mit vollem Elan. Und wir haben auch Quizfragen. Man kann was gewinnen. Genau. Lasst euch überraschen. Ja, und wenn ihr nicht da seid, seid ihr selber schuld, dann fressen wir alles selber auf. Das sowieso. Genau. So, auf geht's. Gehen wir rein. Na, wie viele Zuschauer werden wir haben? 2? Everybody's Heimspiel, unser Heimspiel heute. Wir sind hier in Düsseldorf. Und das ist schön. Wollen wir nicht anfangen? Herzlich willkommen bei Bigus Kraut. Wir machen heute einen Live-Podcast und wir nennen uns Bigus Kraut. Warum? Ich bin Bigos, ich bin Polin und in Polen ist man Bigos. Und ich bin der Kraut, der Deutsche an der Bühne und wir beide machen den Podcast heute live. Genau. Wir freuen uns, hier zu sein und hoffen, dass das Publikum genauso viel Spaß hat wie wir. Ja, ich sehe so zahlreiches Publikum. Einmal bitte ganz großen Applaus. Das muss ich selber klatschen. Danke, 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 danke. Ja, wir haben uns gedacht, wir sind ja eingeladen worden von der Stadt Düsseldorf, etwas zu machen. Und da habe ich mir gesagt, okay, wir machen einen Live-Podcast. Wir haben jetzt hier noch ein paar Podcasts schon rausgebracht. Und wollten dann die polnische Fußballgeschichte erzählen. Und die ist wahnsinnig interessant, auch wenn Polen schon ausgeschieden ist. Da waren sie ja dieses Jahr Europameister, als erste Mannschaft auszuscheiden. Ganz genau. Das ja. Muss man uns auch nachmachen können. Genau. Wir sind hier im Stadion der Träume. Das, wie ich gehört habe, früher eine Stadtbücherei war von Düsseldorf und das wurde umfunktioniert. Und das ist jetzt hier Everybody's Heimspiel. Jeden Tag, fast jeden Tag, findet hier eine Veranstaltung statt und zu jedem Land, was teilgenommen hat. Und da war gestern, wie ich weiß, Serbien und heute ist Polen dran. Genau. Polen ist im Fußball, wie gesagt, ausgeschieden. Die sind Einzelkämpfer, ne? So kann man das nennen. Ja, genau. Jetzt setze ich mich mal kurz hin. Wir haben ein paar Quizfragen. Wir wissen allerdings nicht, ob die vielen Leute, die hier sind, mitmachen werden. Wir probieren das mal aus. Wir machen das einfach mal. Sonst stelle ich dir die Fragen und du wirst sie falsch beantworten müssen, damit du auch eine Tütensuppe kriegst von mir aus dem Laden, den wir gestern besucht haben in Wattenscheid. Ne? Okay. Ja gut, machen wir nochmal die Begrüßung auf Polnisch. Dzień dobry, cześć, witamy. Hallo, guten Tag und wir legen los. Genau. Wir legen los mit einer Frage. Genau. Welche polnischen Spieler fallen Ihnen ein, die in den letzten 10 Jahren in Deutschland gespielt haben? Jetzt müsste natürlich jemand aus dem Publikum gefragt werden. Fällt dir denn jetzt jemand ein? Weil jetzt ist ja keiner, der das uns sagen könnte. Auf jeden Fall Wojciechowski. Ja. Lewandowski. Ja. Und Piszczek. Der Lukas. Der Lukas, genau. Genau. Und das waren die 3 vom Dortmunder Trio und die haben 2-mal die deutsche Meisterschaft geholt. Richtig. Wenn ich nicht irre, 2011, 2012 in diesen Saisonzeiten. Und jetzt die Frage, deutsche Spieler mit polnischen Wurzeln. Da gibt es auch ein paar. Wer weiß. Wer weiß es denn? Niemand. Dann sag du das. Lukas Podolski. Genau. Der ist in Gliwice geboren, in Schlesien, 1985. Und die Stadt haben wir schon besucht und da haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Sehr spannend, auf jeden Fall reinhören. Es lohnt sich, diese Stadt auch zu besuchen. Übrigens Partnerstadt von meiner Heimatstadt Bottrop. Genau. Und da haben wir noch den Miroslav Klose, den dürfen wir auch nicht vergessen. Nee, der ist auch in Polen geboren. Und zwar 1978. Und da müssen wir aber noch hin. Da haben wir noch keinen Abstecher gemacht nach Opole. Und mit Sicherheit auch eine sehr spannende Stadt.
Genau, der ist 1978 geboren und da fahren wir auf jeden Fall hin nach Oppeln. Ja, und mittlerweile ist er auch Trainer. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem Verein. Dritte, vierte Liga, keine Ahnung. Aber er arbeitet sich hoch und irgendwann ist er wahrscheinlich deutscher Nationaltrainer. Oder polnischer. Oder so, genau. Dann könnten Sie Europameister werden. Definitiv. Aber soweit sind wir noch nicht in unserem Podcast. Wir haben noch eine Person, die mit Sicherheit schon vergessen wurde im Kopf, aber ein Nationalspieler war. Wie heißt der? Piotr Arthur Trochowski. Der Trochowski, ja, war ein Abwehrspieler. Und er hat von 2006 bis 2010 35 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Der ist geboren in Tschew, spricht das richtig aus? Ganz genau. 1984. Und kam dann nach Deutschland, deutscher Pass, Nationalmannschaft halt. Ne? Und der wurde Vize-Europameister 2008 mit Deutschland und 2010 WM-Dritter. Guck an. Ja, das ist schon mal, ne, schon eine interessante Info. Damit man mal sieht, Deutschland, Polen, Nachbarstaaten, viele Gemeinsamkeiten irgendwie. Ne? Auf jeden Fall. Auch im Fußball. Der ist im Alter von 5 Jahren aus Danzig als Aussiedlerfamilie nach Hamburg gekommen und spielte für den HSV und Bayern München. Ja, und jetzt hätten wir ja gerne zwei Ratepartner auf der Bühne zum Quiz, aber die fehlen uns hier leider. Also machen wir das jetzt, ich mache das mit dir. Wir müssen improvisieren, ne? Ja, machen wir. Ist egal, wir wollen ja auch einen Live-Podcast mal hier und da trotzdem machen, vielleicht mit mehr Publikum. Wir haben zwar Werbung gemacht, aber Deutschland hat gestern gespielt und die haben ja gewonnen und ich denke mal, die meisten liegen noch in der Pufe, also Bett. Ja, also ich habe so viel Kurse gehört, als ich im Bett war schon. Ja, mit Blitz und Donner. Ja, ganz genau. Genau. Also die Nacht war auf jeden Fall durchgefeiert. Davon gehe ich aus. Ja, da gehe ich von aus, ja. Vielleicht haben die Polen mitgefeiert. Ist da diesmal ein Pole drin, ne? Ein ehemaliger Pole? Diesmal nicht, ne? Nein. Ne? Aber wir haben eine andere ehemaligen. Erste Quizfrage wäre, welches deutsche Wort ist ursprünglich aus dem Polnischen entstanden? Da haben wir A. Klee, B. Elster, C. Gurke und D. Dach. Ich sag mal Dach. Okay, ja, du weißt ja, dass die Gurke eigentlich der Ursprung ist. Die Gurke stammte ursprünglich aus Polen. Die heißt auf Polnisch? Ogórek. Ogórek. Aber ich habe die geschrieben mit U, ne? Die wird mit Ogórek geschrieben, ne? Und hat so einen Strich über dem O, ne? Ja, O mit so einem Akzent. Ja. Wie bei mir beim Namen, ne? Richtig, ja. Mit dem E, Accent aigu. Genau. Das ist aber eher so ein Strich, der nach unten geht, ne? Nee, der geht nach oben. Der geht, echt? Also Strich, Strich nach oben. Ja. Von links unten nach rechts oben. Ganz genau. Okay. Und der hat dann die Betonung, wie ein U auszusprechen, ne? Ja. Okay. Aber nicht beim ersten O, ne? Bis beim zweiten. Ogórek. Genau. Das O am Anfang bleibt ein O. Ah, okay. Aber witzig ist die Geschichte. Ursprünglich ist sie wahrscheinlich, also die Gurke, vor über 3000 Jahren aus Indien gekommen. Wer weiß das schon? Und kam dann über Persien, Irak, über Mittelmeer nach Europa. So, und dann ist sie ja wahrscheinlich irgendwann nach Griechenland gekommen, weil es ja naheliegend, ne? Und der Name ist nämlich entlehnt aus dem mittelgriechischen Agouros. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird. Agouros geschrieben, was so viel wie grün unreif heißt. Wahrscheinlich haben polnische Händler in Griechenland in eine Gurke am Strand von Rhodos gebissen und haben nach dem Namen gefragt. Nicht der griechischen Sprache mächtig, hörten sie statt Agouros Ogurkos heraus und schon hat der alte German aus dem 16. Jahrhundert, als er die Gurke kennengelernt hat, das Wort buchstabentechnisch abgekürzt in Gurke. Heute kommt sie aus Holland und... Dann ja. Kann man sich über die Geschmäcker streiten. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Ein bisschen westlich, kommt hier aus dem Treibhaus. Ne? Aber wir können ja selber anbauen, ne? Ja, wir haben einen Garten, der brach liegt im Moment. Ja, da wachsen wilde Gurken. So, machen wir weiter. Ja. Was ist denn im Fußball so? Gurke ist ja auch ein sprachliches Wort. Zumindest hat man das früher verwendet. Ich weiß nicht, ob man das heute noch verwendet. Aber mir fällt ein, dass man Gurke verwendet. Das kannst du ja jetzt machen. Genau. Wenn eine Mannschaft nicht fähig ist zu gewinnen, dann ist sie eine Gurkenmannschaft. Gurkenmannschaft. Ja. Genau. Und wenn ein Fußballer schlecht gespielt hat, hat er? Rumgegurkt. Und die Deutschen haben das Wort der Polen verfeinert, auch für das traditionelle deutsche Statussymbol, das?
Auto. Ja, denn das Auto, wenn er ein altes fährt, der Deutsche, ist dann eine? Eine Gurke. Eine Gurke. Und wer Fußball schlecht spielt, ist eine? Eine Gurke. Ja, und da kann man ja sagen, dass leider die polnische Nationalmannschaft gespielt hat wie eine? Gurke. Mannschaft, Gurkenmannschaft. Ja, Lewandowski hat ja leider beim ersten Spiel auch nicht spielen können. Aber das Spiel der Polen ist sehr zugeschnitten auf Lewandowski. Und zu dem kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch, weil das ist ein Phänomen, der Mann. Ja, das ist ein Ausnahmetalent und ein Ausnahmespieler schlechthin. Ja, aber wir haben jetzt erstmal wieder ein Quiz, wir müssen wieder unter uns, ne? Stell du mir mal die Frage. Bei welcher fußballerischen Veranstaltung hat Polen den ersten Platz geschafft? A. Nations League 2022. Oder B, WM in Deutschland 74. Oder C, Gold bei den Olympischen Spielen 72. Oder D, EM in Polen, Ukraine 2012. Gut, ich kann mich noch erinnern, 2012 sind sie in der Vorrunde ausgeschieden, haben glaube ich gegen Deutschland sogar verloren. Und Nations League sind unter ferner Liefen, ich weiß nicht, wie das da aufgeteilt ist mit den Gruppen. Denn in Deutschland haben die nicht gewonnen gegen Deutschland, da kommen wir nämlich nachher noch zu. Ist ein ganz besonderes Spiel gewesen. 1974 haben wir ja in Erinnerung, Deutschland wurde Weltmeister. Also kann es nur sein, dass die 1972 bei den Olympischen Spielen tatsächlich Gold geschafft haben. Die polnische Nationalmannschaft hat Gold bei den Olympischen Spielen geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Unfassbar. Unfassbar. Und ja. Das stimmt? Das stimmt. Und definitiv... muss man sagen, dass das die goldene Generation war damals. So wie in Deutschland damals mit Sepp Maier, Paul Breitner, Franz Beckenbauer die WM geschafft wurde, gab es dort herausragende Spieler. Da fällt uns wer ein? Auf der deutschen Seite? Nee, auf der polnischen. Auf der polnischen Seite Grzegorz Szlachta. Genau, da kommen wir auch nochmal gleich zu. Und der Jan? Domański. Genau, das ist nämlich ein Held gewesen. Ohne den wären die nie bei der WM dabei gewesen. Ja, dann haben wir noch ein Quiz, ne? Ja. Wer ist ein berühmter polnischstämmiger Spieler, der für die deutsche und polnische Nationalmannschaft gespielt hat? A. Ernst Wilimowski. B. Ernst Kuzora. C. Miroslav Klose. Oder D. Robert Lewandowski. Gut, ich beantworte die dann von hinten nach vorne, weil ich muss sie ja jetzt beantworten. Ja, das ich krieg schon mal eine Tütensuppe. Nein, ist ja, Tütensuppe habe ich gar nicht besorgt gestern. Wir haben Steakgrill gewürzt hier. Sowas in der Richtung, genau. Ja. Genau, und es hätte auch für denjenigen, der mitgeraten hätte, Halimasch in finnischer Marinade. Ui, ja. Ganz, ganz was Besonderes. Mhm. Ich habe zwei gekauft. Einmal für mich und einmal für denjenigen, der es gewonnen hätte jetzt. Aber selber schuld. Ist ja nicht da. Also, Robert Lewandowski ist klar, haben wir gerade gesagt, war Pole, hat nicht in der deutschen, aber in der polnischen Nationalmannschaft bisher gespielt. Kann es aber nicht sein. Also es muss ja einer sein, der in beiden gespielt hat. Miroslav Klose hat in der deutschen gespielt. Ernst Kuzora, ein Mann, der in den 30ern gespielt hat, auch bei Schalke 04 Meister wurde und ja, bekannterweise auch in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat, aber nicht in der polnischen. Ernst Wilimowski war derjenige. Und den Namen hat keiner mehr so auf dem Schirm. Richtig. Der ist ist 1916 in Katowice geboren und 1997 in Karlsruhe verstorben. War ein außergewöhnlicher Stürmer. Er ist der einzige Fußballer, der für beide Nationalmannschaften gespielt hat und jeweils Tore erzielt hat. Er kam aus dem mehrsprachigen schlesischen Grenzland und wuchs auf der polnischen Seite auf. Ja, und das ist schon faszinierend, weil der ist zu der Zeit groß geworden, wo es Spannungen zwischen Deutschland und Polen gab und dann ja auch ein Krieg stattfand. Als 18-Jähriger hat er gegen die deutsche Nationalmannschaft beim 2:5 das Tor geschossen, also einer der zwei. Die Deutschen haben damals gewonnen. Und er spielte in der schlesischen Spitzenmannschaft Ruch Hoschuf. Habe ich richtig ausgesprochen? Richtig. Boah, bin ich gut. Ja. Und heißt wie auf Deutsch? Königshütte. Die Königshütte? Hütte, genau. Ah, nicht Hütte. Du hast einen schönen Hut übrigens auf. Den hast du dir noch besorgt, ne? Ja, das verrate ich nicht. Ich
steht dir. Als die deutsche Wehrmacht dann leider Polen überfiel, bekannte er sich zu Deutschland. Es war damals natürlich eine Überlebensstrategie zur damaligen Zeit. Wer hätte das nicht gemacht? Er trug sich in die Volksliste ein und wechselte Anfang 1940 nach Sachsen. Und wer war der berühmte Trainer damals zu der Zeit? Das war der Sepp Herberger. Genau, da weißt du, dass der 1954 die WM gewonnen hat mit seinem Nationalteam. Unglaublich. Ja, aber Ernst Wiedemowski war damals kein Spieler mehr bei der Nationalmannschaft, weil der war da schon leider zu alt. Und der holte ihn 1941 in die deutsche Nationalmannschaft und im 4:1 gegen Rumänien traf er zweimal und zwar dieses Mal eben für die deutsche Nationalmannschaft. Toll. Er spielte unter anderem in München 1860 in der Pariser Soldatenelf. Was ist denn die Soldatenelf? Das ist so eine Einheit. Ja. Und da hat er einfach dafür gesorgt, dass eine gute Stimmung herrscht. Genau, das war, man hat eine Mannschaft zusammengebildet, um an den Fronten für die Soldaten Schaufußball zu spielen. Und das sind Unterhaltungskünstler gewesen und haben dann für die gute Stimmung, wie du schon sagst, gespielt. Ja, genau wie Schauspieler oder so. Ja. Und dort spielte auch Fritz Walter mit, der im Wunder von Bern 1954 eine zentrale Figur war. Genau, da haben die zusammen gespielt und Nationalteam 1954 dann leider nicht mehr, aber Fritz Walter war dabei. Und sein Torquotient, was heißt das eigentlich auf Polnisch? Stosunek bramkowy. Okay. So würde ich das übersetzen. Ich weiß nicht, ob das ganz passt, aber... Genau. Egal. Also so ein Vergleich. Ne? Ja. Der hat mehr Tore geschossen. Aber der Quotient ist höher als Gerd Müller sogar. Denn er schoss in 8 Spielen 13 Tore. Das muss man mal nachmachen. Ich glaube, das hat noch nicht mal Lewandowski geschafft. Glaube ich auch nicht. Nach dem Krieg war er nur für die Nationalmannschaft zu alt und wurde aussortiert von Sepp Herberger. Nach Polen ging er aus politischen Gründen logischerweise nicht mehr zurück, weil er hatte sich ja damals in die Liste eingetragen. Ne? Und ich denke mal, dass damals zur kommunistischen Zeit der wahrscheinlich eingekerkert wurde oder worden wäre vielmehr. Es war eine sehr schwere Zeit und da hat er sich was überlegt dabei. Ja, ich denke mal auch, weil er mehr Deutsch als Polnisch dann gedacht hat in dem Moment. Ne? Genau. Ist kein Vorwurf, würde ich sagen, oder? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und er ist begraben worden in dem Ort, wo er zuletzt gewohnt hat, in Karlsruhe. Und er schlägt eigentlich bis heute, wenn man den Namen noch hört und die Leute das noch wissen, tatsächlich eine Brücke zwischen Deutschland und Polen. Das finden wir super. Ja, in einer gewissen Form, nicht nur als Sportler. Und er schätzte auch Willy Brandt. Also der Kniefall in Polen, in Warschau, der ja auch ein Denkmal bekommen hat, da war er eigentlich immer dafür, weil er auch dafür gesorgt hat, Versöhnung mitzumachen als Sportler. Das finde ich toll. Ich weiß nicht, ob er ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat, habe ich nicht nachforschen können, also habe ich nicht gefunden. Ja, das war Ernst Wiedemowski und jetzt haben wir schon wieder ein Quiz, ne? Genau, es geht weiter mit einer Frage. Wer ist Rekordhalter mit den meisten Einsätzen in der Nationalmannschaft Polens? Ha, jetzt haben wir wieder 4 Namen. Soll ich die vorlesen und du musst raten? Obwohl du das weißt. Ich mache es sehr schwer. Die Namen sind nämlich... Ja, mach du, liest du die lieber vor, weil ich verhaspel mich mit Sicherheit. Habe ich Knoten in der Zunge. Okay. Ist das Grzegorz Prychowiak oder Jakub Błaszczykowski? Mann, der hat auch einen Namen, ne? Oder Wojciech Szczęsny? Ja, da, hör mal, da muss ich dich mal eben unterbrechen. Szczęsny wird ja ausgesprochen. Und die Deutschen, habe ich richtig gesagt jetzt? Szczęsny? Szczęsny. Szczęsny. Okay, weil wir hatten den Namen ja schon in einem Podcast besprochen. Super schwierig und wir wissen, dass die Moderatoren, die Deutschen, das überhaupt nicht hinkriegen. Ich glaube, nicht einer hat es bisher richtig gesagt, ne? Was sagen die immer? Szczęsny, genau. Das ist ja einfacher, ne? Man sieht irgendwie S-Z-C-Z und das Y hinten ist für den Deutschen ja ein I. Ja, und da kommt noch der E mit dem Haken, ne? Ja, komm, hör auf. Okay, und zu allerletzt Robert Lewandowski. Ja, und logischerweise, brauchst du ja nicht aufzählen, Robert Lewandowski hat die meisten Spiele. Und zwar 152 Spiele für die polnische Nationalmannschaft gemacht. Wahnsinn.
Ja, dann Blaschikowski, Kuba abgekürzt. Er ist ja bekannt als Kuba, ne? Ja. Warum eigentlich Kuba? Wegen Jakub? Das ist die Verniedlichung des Vornamens. Ach so, man verniedlicht ja bei euch in Polen, ne? Ja. Du heißt ja eigentlich nicht Eva, sondern dann Efka. Ganz genau. Können wir noch was anderes zu dir sagen? Evonia. Was? Evonia. Ah, da kann ich mir nicht merken. Jetzt kennen wir uns ja schon seit 2006, ne? Evonia habe ich noch nie zu dir gesagt. Schade. Oh mein Gott, jetzt kriege ich einen auf den Deckel. Ja, Jakub Blaschikowski habe ich aber richtig ausgesprochen. Ja. Mein Gott, habe ich aber Glück gehabt. Sonst wäre ich heute mit einer Nudelrolle wahrscheinlich verfolgt worden. 109 Spiele hat er gemacht. Ist aber, ich glaube, letztes Jahr verabschiedet worden. Ich glaube, Deutschlandspiel. Das war ein Spiel. Freundschaftsspiel, ne? Ja. War es auch in Dortmund, ne? Ja, es war in Dortmund. Es war ein sehr emotionaler Tag für ihn. Ja. Ich habe das Spiel wegen ihm tatsächlich geguckt und den haben die, glaube ich, irgendwann in zweiter Halbzeit ausgewechselt und da kullerten die Tränen und ich hätte auch so mal als Musik gestehen. Ja. Er hat auch für Dortmund sehr viel getan. Ja, und Krychowiak, das ist, glaube ich, ein Abwehrspieler, ne? Krychowiak? Ja, der ist, ich glaube, der hat in Spanien gespielt. Ja, ich meine auch. Der hat 100 Spiele und Blaschikowski, habe ich nicht gesagt, 109. Ja. Und Stenzny 84, das ist auch nochmal aufschlüsseln. Okay, ich glaube, jetzt kannst du mal Robert Lewandowski machen. Lies mal ruhig vor, weil wir haben da wirklich geforscht. Ja. Den 1988 geborenen in Warschau, in Warschau. Genau. Der spielte bei Borussia Dortmund, Bayern München und nun in FC Barcelona. Der ist der große Ausnahmespieler von Polen. Mit Lech Poznań ist er in der Saison 09-10 polnischer Pokalsieger, Superpokalsieger und polnischer Meister geworden. 10-mal wurde er deutscher Meister. Er kam von Poznań nach Borussia Dortmund und wurde in der Saison 10-11 und 10-12 deutscher Meister. 11-12, Entschuldigung. 11-12, deutscher Meister und anschließend jedes Jahr, als er nach Bayern München wechselte, ab der Saison 14-15, viermal wurde er deutscher Pokalsieger, dreimal Bayern, einmal Dortmund. 2021 wurde er mit Bayern auch UEFA-Supercup-Sieger, dann fünfmal deutscher Superpokalsieger, einmal vorher mit Dortmund. Er war zweimal Spieler der Saison in Deutschland. Wurde mit Bayern 1920 Champions League-Sieger und 21 auch FIFA-Club-Weltmeister mit Bayern. Wahnsinn. Und dann ist er zweimal Weltfußballer geworden, 2020 und 21. 2020 auch UEFA-Fußballer des Jahres. 12-mal Fußballer des Jahres insgesamt in Deutschland und Polen. Die haben das irgendwie, ist denen das egal in Polen. Wenn die zu Hause keinen vernünftigen haben, dann nehmen sie einen aus dem Ausland. Ja, und jährlich ab 2011 bis 2021, er war 20-mal Torschützenkönig in der spanischen Liga, deutschen Bundesliga, beim DFB-Pokal, WM-Qualifikationsrunde 2016-17 tatsächlich auch und in der polnischen Liga, da kommen wir gleich zu, die heißt wie? Ekstraklasa. Ja, die heißt nicht erste Liga, weil das hat einen Unterschied tatsächlich. Da kommen wir, wie gesagt, gleich zu, weil das gehört zur polnischen Fußballgeschichte. Genau. Der ist auf jeden Fall der in der Tabelle der ewigen Torjäger hinter Cristiano Ronaldo mit 140 Toren und Lionel Messi 129 Toren auf dem dritten Platz mit 94 Toren gelandet. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist, eigentlich ist er zu den beiden Spielern ein Ausnahmetalent weltweit, muss man sagen. Polnisches Ausnahmetalent weltweit. Da kommt der Latto nicht mal mit. Nee, da kommt er nicht mal. Nee, er hat so viel gewonnen. Also dem fehlt jetzt nur noch WM-Titel und EM-Titel, dann wäre der ja, ich sag mal so, scheiß auf Ronaldo, ne? Ja, da muss mal ein kräftiger Applaus her, jetzt. So, danke für Lewandowski, wunderbar. Kommen wir zur Geschichte des polnischen Fußballs und es ist keineswegs langweilig. Willst du? Ich kann anfangen. Mach du mal. Die ersten polnischen Fußballvereine entstanden 1903, obwohl zu diesem Zeitpunkt Polen nicht auf der Landkarte stand. Ja, denn die wurden sehr früh leider aufgeteilt zwischen drei Ländern. Genau, zwischen Deutschland, Russland und Österreich-Ungarn gab es Polen nach der dritten Teilung 1795 nicht mehr.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Zweite Polnische Republik gegründet. Das war 1918. 1919 wurde der erste polnische Fußballverband gegründet, nämlich der PZPN. Heißt wie auf Polnisch? Polski Związek Piłki Nożnej. Deswegen habe ich es abgekürzt, weil ich jetzt mir sowieso nicht merken kann und schon gar nicht aussprechen. Sag das nochmal, hört sich so schön an. Polski Związek Piłki Nożnej. Gut, ich sag's jetzt nicht auf, sonst kommen wir ja heute nicht mehr voran. Es wurde eine polnische Fußballliga und eine Nationalmannschaft aufgebaut. Diese sollte bei den Olympischen Sommerspielen 1920 in Antwerpen teilnehmen, aber der polnisch-sowjetische Krieg verhinderte das. Ja, das war damals ja ganz übel. Ne? Polen wollte ja auch die alten Gebiete wieder haben. Genau. Und der Lenin, der damals regierte, der wollte einfach Sowjetunion ausbauen, Kommunismus ausbauen. Ja, und dann gab es diesen polnisch-sowjetischen Krieg. Aber Polen hat gewonnen. Ja. Polen hat gewonnen. Das ist eine andere Geschichte, da sprechen wir auch nochmal ein andermal drüber. Und somit fand das erste offizielle Spiel 1921 gegen Ungarn in Budapest statt. Ergebnis? 1-0 gegen Ungarn. Ungarn gewann. Ja. Mhm. Haben das erste Spiel vergeigt. Ist ja jetzt nicht so ruhmreich, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Die haben ja auswärts gespielt. Genau. Freundschaftsspiel. Ja. 1923 trat der PZPN, ich kürze ja ab, ne? Sonst würden wir nicht fertig werden, der FIFA bei. Und die erste Turnierteilnahme war somit 1924 bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Da haben sie aber nichts geholt. Leider. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, was wir auf jeden Fall mitteilen möchten. Ja. Da bitte ich, das Publikum schweigt ja sowieso die ganze Zeit, aber eine Schweigeminute. Denn hier geht es jetzt, ich lese das mal vor, weil ich als Deutscher empfinde das natürlich als ein schwieriges Thema. Wir haben ja nun mal Polen überfallen im Zweiten Weltkrieg und somit ist eine wichtige Mitteilung, die wir hier reingebaut haben, eine etwas sehr negative. Und während der deutschen Besetzung in Polen im Zweiten Weltkrieg wurde den Polen das Fußballspielen verboten und der PZPN aufgelöst. Und jetzt kommt dieser wichtige Hinweis, den wir in diesem Podcast unbedingt, also ich wollte ihn einbauen, du auch, ne? Ja, ich wollte das auch. Ja. Wir haben uns bewusst dafür entschieden. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir das wichtig finden, denn 9 Nationalspieler wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Wir nennen die Namen. Mach du mal den Anfang, wir wechseln uns ab. Marian Einbacher. Stefan Fritz. Josef Klotz. Adam Kniaula. Sigmund Krumholz. Antoni Leko. Leon Sperling. Bronislav Makowski. Sigmund Steuermann. Das waren die, die von den Nazis umgebracht wurden während der Besetzungszeit. Und wir haben noch 2 gefunden, die von den Russen umgebracht wurden, von den Sowjets. Im Massaker von Katyn. Die beiden waren Offiziere und dort sind wie viele umgebracht worden? 12.000, ne? Ja, sehr insgesamt viele. 12.000 Offiziere und Soldaten wurden von den Russen damals umgebracht worden. Ein sehr schwieriges Thema in Polen und da gehen wir ein andermal darauf ein, nicht hier heute beim Fußball, sondern nur auf die beiden Namen, Adam Kogut und Marian Spojda. Und die wurden, wie gesagt, in Katyn ermordet. Und dort in einem Massengrab begraben. Wir machen jetzt keine ganze Minute, weil sonst werden wir nicht fertig werden. Schweigen wir einfach mal eben. Vielen Dank. Ja, dann machen wir mal was Schöneres weiter, denn der Krieg ging ja auch zu Ende und dann gab es das erste Freundschaftsspiel. Das erste Länderspiel nach dem Zweiten Weltkrieg war gegen Norwegen am 11.06.1947 und das Ergebnis war? 3-1 für Norwegen. Ah, die Polen halt. Wieder verloren. Edward Jablonski schoss den Ehrentreffer der Polen in der 89. Minute wenigstens nach dem 3-0 Rückstand, aber man kann in einer Minute, glaube ich, auch nicht mehr alles aufholen. Genau. Polen hat bisher 9-mal an der WM teilgenommen.
Ja, unglaublich, ne? Und die erfolgreichste Zeit, das waren die 70er Jahre. Ja. Unter Trainer Kazimierz Górski schafften sie die Goldmedaille ausgerechnet in München bei den Olympischen Sommerspielen. Ja, hatten wir ja mit dem Quiz erwähnt schon. 1974 bei der WM in Deutschland gab es das legendäre Spiel zwischen den Deutschen und Polen im Regen. Genau. WM 74 war für Polen wirklich legendär. Polen qualifizierte sich gegen den Weltmeister von 1966, England. Der damalige Torschütze und bis heute bekannte Nationalheld war Jan Domarski, der damit Polen zur WM brachte. Den hatten wir vorhin kurz erwähnt. Ne? Also es war wirklich so, dass er Polen damit in die WM gebracht hatte und da wurden sie ja Dritter. Ausgelost wurde dann eine Hammergruppe. Die Polen hatten ja jetzt auch die Hammergruppe mit Österreich. Wobei gegen Österreich hätte man ja gewinnen können, aber die haben einen deutschen Trainer. Österreich hat wohl gewonnen. Oder? Haben die unentschieden? Ich weiß gar nicht. Gewonnen haben die, ne? Gegen Polen. Die haben gewonnen. Ja. Naja, ist auf jeden Fall egal. Ausgelost wurde die Hammergruppe bis auf Haiti. Haiti war damals auch keine große Nummer und da haben die Polen tatsächlich wie viel gewonnen? 7-0. Unglaublich. 7-0 hat Polen gewonnen. Und die haben sogar Argentinien und Italien den Weltmeister von 1970 geschlagen. Polen war die beliebteste Mannschaft. Warum? Der kraftvolle Offensivfußball ließ Argentinien hinter sich. Ja, sie gewannen nämlich 3-2 und Italien haben sie mit 2-1 besiegt. Italien war damit draußen bei der WM 74 und Polen weiter. Dann ging es gegen Schweden und Jugoslawien und die haben beide Spiele gewonnen. Genau. Gegen Deutschland kam es im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Wasserschlacht. Es regnete so stark, dass ein Bundesligaspiel abgesagt worden wäre. Aber die Termine standen fest. Ja, also das hat so, wenn man sich an das Spiel Deutschland gegen Dänemark erinnert, gestern war auch sehr viel Regen, wir mussten das Spiel ja abbrechen, aber da hat es die ganze Zeit durchgeregnet. Ne? Es gab natürlich Blitzer und Donner. Ja, gestern, aber damals nicht. Damals nicht. Damals gab es nur Schütten wie die Feuerwehr aus C-Rohren und die haben auf diesem nassen Rasen gespielt und beide Torwarte haben sehr viele Bälle gehalten. Sepp Maier eins mehr als der damalige Torwart, Jan Tomaszewski. Ja, der hat nämlich einen Foul-Elfmeter von Uli Hoeneß zwar gehalten, aber einer hat dann ein Siegtor geschossen. Und wer war das? Gerd Müller. Ja, der Gerd Müller. Der ist nicht Vater von Thomas gewesen, aber Gerd Müller ist bei der Generation deiner Eltern im Kopf geblieben. Ne? Bis heute, genau. Ja, statt Grzegorz Lato, Gerd Müller. Unglaublich. Ja, ich habe ja letztes Mal beim Besuch gefragt, ne? Frag doch mal deine Eltern, wer ist denn bei denen noch im Kopf von der Nationalmannschaft der Polen von 1974 und was haben sie geantwortet? Gerd Müller natürlich. Eben. Ja, und gegen wen gewann Polen denn bei dieser WM den dritten Platz? Den haben die sich tatsächlich geholt mit einem 1-0. Jetzt, wann musst du antworten? A. Frankreich, B. Sowjetunion, C. Spanien, D. Brasilien. Interessant. Brasilien. Ja. Tatsächlich gegen Brasilien. Grzegorz Lato wurde mit 7 Treffern damals Torschützenkönig des Turniers. 1982 schafften sie in Spanien ebenfalls den dritten Platz gegen Frankreich mit 3-2. Sie schieden im Halbfinale ausgerechnet gegen Italien aus, die vorher schon Argentinien und Brasilien geschlagen hatten. Diesmal war es umgekehrt, ne? Ja. 1986 scheiterten sie im Achtelfinale gegen Brasilien mit 0-4. Ja, da haben sie mal gegen Brasilien nicht mehr gewonnen. 2002 in Südkorea, Japan, 2006 in Deutschland und 2018 in Russland schieden sie in der Vorrunde aus. Ja. 2022 schafften sie immerhin wieder das Achtelfinale. Diesmal waren die Franzosen stärker. Polen verlor 1-3. Ja, und das ist die WM gewesen. Wir sind ja jetzt eigentlich in der EM-Zeit, Europameisterschaft, und Polen hat teilgenommen. 1960? Nö. 1964? Nein. 1968? Nein. 1972? Nein. 1976? Nein. Hatte ich die Frage schon? 1980? Nein.
1984? Nein. 1988? Nein. 1992? Nö. 1996? Nein. Meine Güte, 2000? Auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Und 2004? Nein. Ja, Himmel, Herrgott. Und 2008? Jawohl! Boah, ich dachte schon, die werden nie mehr teilnehmen. Aber in der Vorrunde geschaltet. Ach, meine Güte. Da war aber der, da war doch der Lewandowski schon, aber war der nicht gut genug, ne? Noch nicht. Ja, wahrscheinlich. Und 2012? Qualifiziert im eigenen Land. Ach ja, die hatten die EM damals mit der Ukraine zusammen. Genau. Waren beide qualifiziert, automatisch. Und was ist passiert? Vorrunde gescheitert. Ach du Scheiße. Und dann glaube ich auch noch gegen Deutschland wieder, ne? Ich glaube ja. Das ist unglaublich. Naja, 2016 war immerhin... Vierter Finale gegen Portugal. Ja, aber gescheitert. Im Elfmeterschießen. Meine Herren nochmal. Ich glaube, Lewandowski hat es verschossen, ne? Kann das sein? Ich meine, mich vage zu erinnern. Ich sage, das ist mein Schicksalsspiel. Ist aber egal, wer verschossen hat, ist verschossen. 2021 war dann die EM, weil 2020 fiel ja wegen der... Ja, wir erinnern uns alle an diese blöde Pandemie. Dann wurde das ja verschoben. Und sie sind? In der Vorrunde gescheitert. Ah. Und 2024? In der Vorrunde gescheitert. Ja, oh mein Gott. Und 2028? Europameister! Jawohl! Da einmal einen Applaus für die polnische Mannschaft, bitte. Ein sehr verhaltenes. Ja, glaubt eh keiner dran. Aber wir wollen mal dran glauben. Zumindest sonst werden sie wieder Europameister im Ausscheiden. Egal. Ja, damit kommen wir jetzt nur noch zum Fazit der polnischen Nationalmannschaft. Ich lese mal vor. Zweimal bekam die polnische Nationalmannschaft nämlich noch eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Wer hätte das gedacht? Wenigstens da sind sie toll. 1976 in Montreal und in Barcelona 1992. Danach war erstmal Flaute im polnischen Fußball. Da habe ich ja gerade vorgelesen, du hast geantwortet, Nickes. Die haben mehrere Male WM und EM nicht teilnehmen können, weil die einfach zu schlecht waren. Warum auch immer. Schlechter Trainer, Spieler waren im Ausland oder im Inland, war das auch nicht so gut gelaufen. Also es gab viele schlechte Qualifikationsrunden, die zu keiner Teilnahme an EM oder WM führten, bis eben 2008, wie vorhin vorgelesen, wieder teilgenommen wurde in Österreich und in der Schweiz und scheiterte dann genau wie 4 Jahre später im eigenen Land mit der Ukraine in der Vorrunde, hatten wir ja gerade auch schon kurz besprochen. Das ist also, die Europameisterschaft ist ein schwarzes Tuch bei der polnischen Nationalmannschaft. Irgendwie kriegen die den Dreh nicht raus. Ja, irgendwo ist ein Wurm drin. Da ist ein Wurm drin. Die dürfen wahrscheinlich einfach nur nicht teilnehmen mehr. Na. Ja gut, das wäre ein Spiel weniger in der Qualifikation. Ist ja egal, oder? Nee. Nein, wir wollen natürlich. 2028 werden sie schaffen. Mindestens ins Achtelfinale. Mindestens, genau. Also müssen sie aber wirklich mal über sich hinausspringen. Ja, und insgesamt hat die polnische Nationalmannschaft in wie vielen Spielen? 890. Wie viele Siege errungen? 389. Und wie viel Unentschieden? 218. Und wie viele Niederlagen erreicht? 283. Ja, aber die sind trotz allem unter den Top 50 in der FIFA-Weltrangliste, nämlich auf Platz 26. Wer hätte das gedacht? Wo ist Deutschland? Platz 16. Ja, die waren mal irgendwie unter Top 5. Das hat sich aber in den letzten 5 Jahren, glaube ich, geändert. Platz 1 ist übrigens Argentinien. Ja, jetzt kommen wir noch zu Besonderheiten des polnischen Fußballs. Ne? Da habe ich noch ein bisschen was, du hast die Seite gefunden, ich habe das mal aufgeschrieben. Wir haben nicht alles aufgeschrieben, sonst wird das jetzt den Rahmen sprengen. Genau. Der jüngste Spieler war Wojciech Szlubański mit 16 Jahren, 8 Monaten und 7 Tagen. Jüngster Torschütze Polens gegen Norwegen in der 34. Minute. Ausgang des Spiels 9:0 für Polen. Wahnsinn, ne? 9:0, kann man sich nicht vorstellen. Damit gehört es zu den höchst gewonnenen Spielen der Nationalmannschaft Polens, neben dem Spiel in der WM gegen Haiti 7:0. Und 74, ne? Muss man nochmal da sagen, das haben wir ja vorher erwähnt, 7:0 in der WM 74. Ja, und im Qualifikationsspiel zu WM 2010 gegen San Marino 10:0. 10:0. Wie viele Tore hat Lewandowski gemacht, habe ich nicht nachgeguckt. Wahrscheinlich alle. 20, ne? Gefühlte 20
So. Der langlebigste Torhüter, das ist der nächste Punkt, Jerzy Dudek. Und Dudek heißt was auf Deutsch? Genau, das ist ein Wiederhopf. Das ist ein Vogel. Der heißt wie ein Vogel, Wiederhopf. Cool, ne? Ja, und der hat auch eine Champions League Trophäe gewonnen und hörte bei einem Spiel gegen Liechtenstein mit 40 Jahren und 2 Monaten, 12 Tagen am 4.7.2013 dann auf. Am 29.02.2012 wurde das Stadion PGE Narodowy in Warschau mit einem Spiel gegen Portugal offiziell eröffnet. 2011 wurde es für die Europameisterschaft im eigenen Land erbaut. Gesamtbaukosten sind 374 Millionen Euro. Und unglaubliche 58.145 Sitzplätze gibt es da. Und die werden auch mehr zu bestimmten Veranstaltungen. Ich glaube bis zu 65.000. Ja, bei internationalen Spielen. Oder Volleyballspielen. Ja, bei Fußball ist das in dieser Größe, das hat wahrscheinlich Sicherheits... Dann sind das Volleyballspiele. Konzepte. Ja, beim Volleyballspiel, da waren 65.000. Das haben wir nämlich dann danach. 2017 hatte das Stadion nämlich für die Volleyball-Europameisterschaft hergehalten. Da wurde es noch ein bisschen umgebaut. Das heißt, die Leute konnten bis unten zum Spielfeld und dort, das Spielfeld beim Volleyball ist ja sehr klein, das heißt, die konnten bis vorne am Rand sitzen und dann hat man insgesamt 65.407 Besucher inklusive Spielfeld gehabt. Ja, das ist mehr als die Stadt Samosch. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja. Einwohner hat und die hat 63.500. Das ist auch ein Ort, den wir unbedingt besuchen wollen. Ne? Der ist ja schön, ne? Ja. Sehr weit weg, aber sehr, sehr schön. Lohnt sich. Wo liegt das nochmal? Im Südosten, nicht weit von der Ukraine. Sehr schöner Ort. Das erste Tor im Stadion schoss. Ja, wer wohl? Robert Lewandowski gegen. Ein Applaus für Lewandowski. Dankeschön. Danke, danke. Gegen Griechenland im Eröffnungsspiel der EM 2012. Genau, und wenn ich mich recht entsinne, gab es da nur ein Unentschieden. Das Ergebnis habe ich gar nicht aufgeschrieben für mich auf. Ist das jetzt wichtig? Möchtest du googeln? Nein. Nein, sind ja eh ausgeschieden. Okay, jetzt haben wir wieder ein kleines Quiz. Wer möchte, kann gerne mitmachen, kriegt auch was zu gewinnen. Jetzt haben wir zwei zusätzliche Zuschauer immerhin. Es lohnt sich. Möchte jemand? Nein? Okay, dann machen wir es wieder unter uns. Ich lese mal vor. Welche polnische Mannschaft hat die meisten Meisterschaften geschafft? A. Legia Warschau. B. Lech Poznan. C. Górnik Zabrze. Habe ich richtig ausgesprochen? Górnik. Górnik. Ach, das ist wieder dieser Haken. Da kannst du ja beim Laptop nicht schreiben. Ich habe nicht die polnische Tastatur. Und D. ist Corona Kielce. Habe ich aber richtig ausgesprochen jetzt? Ja. Okay. Ja, und welche Mannschaft wurde es eigentlich, weiß man es, auch als Deutscher? Legia Warschau. Ja, mit 15 Mal Meisterschaft geschafft in Polen. Dann tatsächlich nicht Lech Poznan, die hat es nämlich nur 8 Mal geschafft. Gab es Górnik Zabrze mit 14 Mal, wohlgemerkt. Also nur einmal weniger. Einmal weniger. Wer hätte das gedacht? Also ich hätte es nicht gedacht, Zabrze ist für mich kleiner Ort. Weiß nicht, wie viele Einwohner? Sprich mal ein andermal drüber. Das heißt, wir wollen ja uns noch ein paar Sachen für den Podcast offen halten, ne? Weil wenn wir jetzt alles hier erzählen, dann kommen wir mit 1,5 Stunden nicht raus. Ja, dann frag du mich doch mal die nächste Frage. Wer ist in dieser Saison Meister geworden? A. Jagiellonia Białystok. B. Legia Warschau. C. Pogoń Szczecin. Oder D. Witew Łódź. Das sind ja so Namen, ne? Also Witew Łódź habe ich nicht so auf dem Schirm. Pogoń Szczecin sagt mir eigentlich auch nichts. Ich wusste noch nicht mal, dass sie eine Fußballmannschaft haben in Szczecin. Ich würde ja sagen Legia Warschau, aber du weißt, dieses Mal gab es eine Riesenausnahme. Da sind Talentspieler drin. Es war A. Jagiellonia Białystok. Ja. Wahnsinn, ne? Genau. Diese Stadt ist auch etwas Besonderes. Ja, da wollen wir vielleicht nächstes Jahr hin und dann auch im Podcast besprechen. Genau. Die ist nah an der ukrainischen Grenze, ne? Oder weißrussischen? Belarussischen. Belarus. Mhm. Wir haben noch eine Quizfrage. Welche polnische Mannschaft hat schon mal den Europapokal gewonnen?
Legia Warszawa. B. Liegt, liegt ja nah, ne? B. Keine. C. Lech Poznań. D. Pogoń Szczecin. Tja, und da ich die Antwort ja kenne, ist ja tatsächlich keine Mannschaft bisher aus Polen überhaupt ein Europapokal gewonnen. Leider, leider. Aber wenn dann ein Scheich mal aus Saudi-Arabien kommt und Legia Warschau aufkauft, vielleicht könnte da ja mal was kommen. Man weiß es nicht. Nur dann wird Robert Lewandowski nicht mehr da spielen. Der ist dann zu alt. Also wird da nichts. Ist egal, wie viel Geld die reinbuttern wahrscheinlich. Richtig. So, jetzt kommen wir zu der sogenannten Extraklasse. Ja. Sie wurde 1927 gegründet, unter dem Dach des polnischen Fußballverbandes, ausgetragen bis 2005. Dann gab es Sponsoren, die das übernommen haben, wie der polnische Mobilfunkanbieter Idea, heute bekannt unter Orange. Ja, und die machen viel Werbung im Fernsehen. Also wenn ich bei euch Fernsehen gucke, ich sehe nur mal Orange. Ganz genau. Schöne Farbe, ich liebe sie. Ich habe heute meine orange Brille, aber trotzdem nicht aufgesetzt. Bei der Meisterschaft darf der Sieger bei der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League teilnehmen. Ja, und das wusste ich nämlich noch gar nicht, weil ich habe geguckt. Fünf deutsche Mannschaften können also bei UEFA mitspielen. Also hier Europapokal, Champions League. Die ersten beiden, der ersten drei spielen ja in der Champions League, die nächsten drei irgendwie dann beim Europapokal. Aber die Mannschaften aus Osteuropa, die müssen sich alle immer ständig qualifizieren, als in so einer Art Vorrunde-Qualifikation, um überhaupt dran teilzunehmen. Ja. Außer Schachtjor Donetsk durch die Kriegsgeschichte ist automatisch qualifiziert. Wahrscheinlich so lange, wie der Krieg anhält, weil die wohl immer relativ erfolgreich waren. Ich meine, es ist schön, aber es ist trotzdem schade, ein bisschen ungerecht, dass also, ich sag mal wirklich, Deutschland so viele Mannschaften dran teilnehmen dürfen, egal wie viele Einwohner Deutschland hat. Aber das Slavia Prag, Budapest hat eine Mannschaft, Belgrad, Roter Stern Belgrad früher. Ja, die müssen sich alle erstmal qualifizieren. Schade eigentlich. Ich finde, das ist ungerecht gegenüber den, ich sag mal, kleineren Mannschaften. Es werden ja immer Real Madrid, dem Land FC Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund. Da fehlt mir so ein bisschen mehr an. Das ist meine Kritik einfach an dem Fußball von heute. Genau. Wo waren wir denn? Wir waren jetzt bei der zweiten und dritten Qualifikationsrunde zur Europa Conference League. Müssen die auch noch machen. Es gibt immer noch zwei Runden. Damit ist eigentlich Europa abgehakt für Polen. Ist eigentlich schade, ne? Ja, für Vereinsmannschaften. Ja, und dann gibt es noch den polnischen Pokal, ne? Ja. Den lese ich jetzt mal vor. Sieger kann nämlich an der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League dann teilnehmen. Ja, der Sieger. Mhm. Aber es gibt wieder eine Qualifikationsrunde. Auch wieder. Sowas, wie gerade von mir kritisierend zu sagen. Seit 2019 steigen die 16. bis 18. Plätze in die erste Liga ab. Da haben wir den Unterschied. Es gibt also dort nicht die erste Bundesliga als erste Liga, das ist dann die Extraklasse. Es ist dann die zweite Liga der Bundesliga dort, die die erste ist. Ein bisschen verwirrend, ne? Also es ist so wie Bayern spielt in der Extraklasse und Schalke spielt da in der ersten Liga. Das wäre ja schön, ne? Für die Schalker. Die spielen ja hier in der zweiten. Selber schuld. Ja, genau. So ist das zu sagen. Sie wurde 1948 übrigens gegründet und der aktuelle Meister ist wer? RKS Łódź. Guck mal an. Łódź hat auch eine Mannschaft. Zwei sogar. Die eine haben wir vorhin genannt, ne? Und in Deutschland ist wer geworden? St. Pauli. Jawohl. Einmal Applaus für St. Pauli. Super. Danke. Haben ja wohl richtig gut gespielt. Jetzt haben wir nochmal ein kleines Rätsel. Welcher deutsche Nationalspieler spielt denn aktuell in einer polnischen Mannschaft? Ha! Das ist jetzt interessant. Jetzt kommt's. A. Antonio Rüdiger in Lech Poznań, aktuell, sage ich es nicht. Lukas Podolski. C. Lukas Reda. Oder D. Robert Huth. Das sind Spieler, ne? Ja. Da hat ja kaum noch einer auf dem Schirm. Man weiß ja eigentlich, A ist ja klar, Antonio Rüdiger spielt wo? Real Madrid. Genau. Und Lukas Reda ist? Der kommt aus Essen, tatsächlich. Und spielt? Und
bei MSV Duisburg. Genau, er spielt aktuell im noch mehr abgestiegenen MSV Duisburg. Doch eine ganz traurige Geschichte mit dem Verein, mit dem wir uns aber hier nicht beschäftigen. Robert Huth, bekannt noch als Nationalspieler, der ist nach England gegangen. Er hat eine gute Saison gezeigt, hier in Deutschland ist als Nationalspieler auch berühmt. Man hat immer gerufen, Huth, wenn er reinkam als Abwehrspieler. Irgendwann war er spurlos verschwunden, ging nach England. Aber er spielt nicht für die Polen. Es ist eigentlich nur noch einer übrig, nämlich der jetzt überall in der Werbung ist. Genau. Lukas Podolski. Der spielt wo? Górnik Zabrze. Genau, nämlich in dem Verein, der 14 Mal die Meisterschaft geschafft hat. Richtig. Aber die sind jetzt nur im Mittelfeld. Ob es an Lukas liegt, weil er zu alt ist, man weiß es nicht. Er ist ja schließlich Stürmer, hat da nicht genug Tore gemacht. Und jetzt gibt es noch ein polnisches Wort, das im Ruhrgebiet lange benutzt wurde. Wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet, Bochum. Und ich mache als Ruhrpotologe hier und da immer mal polnische oder auch Ruhrgebietswörter. Wo kommen die denn her? Herkunft. Und da habe ich ein Wort natürlich, was im Bärchbau gelandet ist und bis heute eigentlich noch bekannt ist, aber mittlerweile doch wieder schwammiger wird. Also Bärchbau ist zu Ende seit 2018, das wird das Wort irgendwann auch nicht mehr geben. Aber in Polen noch. Ja, welches Wort könnte das denn sein? A. Motek. B. Pila. Ne, Piwa müsste ich sagen. Piwa. Piwa. Wiertaka. Und D. wäre die Schufelka. Was kann das sein? Was kann das sein? Ja, ich sag mal so, du kannst ja auflisten, ne? Mach mal von hinten nach vorne. Die Schufelka ist die. Jetzt sag nicht, du weißt es nicht, du bist da die Polin hier. Was? Ich höre nichts. Du musst jetzt auflösen. Ja. Die Antwort. Ja. Die richtige Antwort. Ja. Ist? Nein, ich will nicht die richtige. Ich will wissen von hinten nach vorne welche. Was ist Schufelka? Das ist die Schaufel. So, die Schaufel wurde natürlich auch im Bergbau verwendet, aber wenn man jemanden fragt, gib mir die Schufelka, weiß das kein Schwein. Nee, genau. Nee. Und die Wiertaka? Der Bohrer. Der Bohrer? Ja, Bohrer sagt man eher mit dem Bohrer, aber Wiertaka sagt kein Mensch. Und Pila? Die Säge. Die Säge ist die Pila. Und Pila sagt man, sag ich, also ich würde die Bergbau nie nach einer Pila fragen, da wird ein Bier mehr rübergereicht werden. Es ist tatsächlich der Motek und der wird aber in Polen anders geschrieben. Ne? Genau, da kommt noch ein L mit Strich zwischen ja. M und O. Und L mit durchgestrichenem Strich, das ist ein W, ein ausgesprochenes W. Achso, nicht W, sondern W. Okay, so ein stummes W. Der Motek, das ist nämlich der Hammer. Und auch wenn ich mal zu meiner Frau sage, komm, ich muss mal den Nagel eben hier in die Wand kloppen, dann gib mir mal eben den Motek rüber, sie weiß Bescheid. Der Hammer. Und im Fußball ist der Hammer eher ein? Ein Brecheisen. Ja. Also, und was heißt denn Brecheisen auf Polnisch? Wom. Wom, mit L und? Wieder dieser L mit Strich, ganz genau. Das benutzt man als Mannschaft, um durch die Abwehr der gegnerischen Mannschaft zu kommen. Deutschland hat es ja bei der Schweiz in allerletzter Minute geschafft, noch ein Unentschieden zu schaffen. Ja, und damit sind sie als Erster in die Gruppe dann auf die dänische Mannschaft getroffen und haben das ja gestern geschafft. Dann machen wir nochmal einen Applaus für die Deutschen heute. Wunderbar. Die sind ja wenigstens weitergekommen gegenüber die polnischen. Ja. Und wer wird den Motek haben und wer die Brechstange, um Meister zu werden? Das werden wir ja noch abwarten müssen. Das wird ja noch richtig spannend. Denn stell dir vor, falls Deutschland weiterkommt gegen Spanien, könnte das ja was werden. Falls Spanien weiterkommt. Die müssen ja auch erstmal gewinnen. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Aber wusstest du, dass es eine internationale Fachmesse gibt für Produktions- und Montageautomatisierung in Stuttgart? Und wie die heißt? Nein. Die heißt tatsächlich Motek. Wahnsinn, ne? Habe ich gestern zufälligerweise rausgefunden. Motek heißt die. Wer hätte das gedacht? So, und jetzt haben wir eigentlich einen Schnelldurchgang, ne? Weil wir sind schon fast die Stunde durch. Genau. Aber wir wollen noch unbedingt die polnischen Wörter durchsprechen von Fußball. Genau, Fußball-Jargon, Fußball-Wortschatz. Genau. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Ja. Was heißt denn Fußball? Fußball. Ich sag die deutschen Wörter, weil du musst das richtig aussprechen. Fußball ist?
Piłka nożna. Piłka ist wieder mit diesem L mit Strich? Ja. Okay. Und nożna ist da... Immer vorne, hinten, nach vorne denken, also Fuß, also eigentlich Ball. Ball. Nee, Ball, Fuß, oder? Nein, im Polnischen nicht. Okay. Ja, aber ich weiß nicht so genau. Das muss man bei euch immer so genau gucken. Und Tor ist aber dann kein zweites Wort. Da ist nur ein Wort. Goal. Goal, aber nicht mit OA. Aus dem Englischen könnte es aber sein. Es kann sein, genau. Es ist ganz einfach. Also Gustav, Otto, Ludwig. Ah. Und wenn du im Tor stehst, ist es aber ein anderes Wort, ne? Ja, dann ist es eine Branka. Die Branka? Könnte man ja eher nach einer Säge fragen. Abseits ist was denn? Spallone. Spallone? Aber nichts mit Strich. Spallone. Nee. Aber das Y dann am Ende ist dann wie ein E auszusprechen. Spallone. Ja. Okay. Aber was, das hat aber, du hast mir erzählt, eine andere Bedeutung auch, ne? Das heißt verbrannt oder abgebrannt. Zum Beispiel ein Haus ist abgebrannt. Okay. Also heißt abseits im Polnischen könnte dann heißen, das Haus ist abgebrannt und ich stehe abseits vom Haus, weil ich da ja nicht mehr reinkomme. Ist ja abgebrannt. Richtig. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ah ja, dann kann man sich das ja einfacher merken. Okay, was ist denn der Schiedsrichter? Sędzia. Sędzia, da ist ein E mit Haken unten dran, ne? Ja. Okay, und der hat aber eine Pfeife, wie heißt die? Gwizdek. Aber da kannst du nicht, das ist eine Trillerpfeife, ne? Gwizdek ist dann die Trillerpfeife, kann man sagen, und wenn ich eine rauche? Dann ist es eine Falka. Die Falka wird wie geschrieben? F-A-J-K-A. Ja. Ah, okay. Und neben den Schiedsrichter gibt es natürlich die Linienrichter. Wie heißt denn ein Linienrichter? Sędzia Liniowy. Sędzia, also E wieder mit Strich und dann Liniowy ist dann die Linie, ne? Und genau. Sędzia ist der Richter. Ist denn der Richter, der vorne im Gericht sitzt, auch der Sędzia? Ja. Der heißt auch Sędzia? Ja. Okay. Ja, muss man ja wissen, ne? Wenn man mal in Polen irgendwie ein Gesetz übertreten hat, ne? Oh. Dann weiß man kommt vom Sędzia. Okay. Die Meisterschaft heißt wie? Mistrzostwa. Oh mein Gott, warum habt ihr da ein TRZ? Das kann doch kein Mensch sprechen. Mistrzostwa. Okay, habe ich das richtig ausgesprochen? Fast. Ich gehe mal lieber weiter. Eigentor heißt? Samobójcze. Samo. Ich muss das S ja scharf aussprechen. Samobójcze. Das ist aber ein was? Das ist ein Selbstmordtor. Das heißt, wenn ein Pole ein Eigentor macht, mordet er sich gerade selber. Das ist ja unglaublich. Aber Selbstmord selbst heißt aber anders, ne? Samobójstwo. Samobójstwo, kannst du mal sehen. So, jetzt kommt ein sehr bekanntes Wort. Ja, eigentlich aus dem Englischen. Fan heißt aber im Polnischen wie? Kibitz. Kibitz, kann man sich als Deutscher merken, ne? Der Vogel Kibitz, der wird nur anders geschrieben. Mit IC am Ende, nicht mit IIT, nee, ITZ, ne? Haben wir im Deutschen. Genau. Und das ist ein Vogel, das heißt Czajka auf Polnisch. Ja, der heißt nämlich im Polnischen dann wiederum anders. Der heißt dann Czajka mit CZ, ne? Ja. Genau. Aber witzig ist, wenn ich Sportschuhe brauche von Adidas, dann sagt der Pole oder die Polin, sagt dann nur was? Wenn du überhaupt Sportschuhe brauchst. Achso, überhaupt. Ist egal, ob ich Nike haben will, genau. Oder wie die alle heißen. Egal welche Marke, dann sagst du brauchst Adidas. Adidas, das heißt Adidasler. Der Erfinder der Stollenschuhe ist in Polen berühmt für alle Sportschuhe. Das ist ja unglaublich. Genau. Zum Beispiel. Wie sagt man das denn, wenn ich jetzt, ich kaufe mir ein paar Sportschuhe. Wie sagt man das dann? Kupię sobie Adidasy. Kupię sobie Adidasy. Okay, das kann ich mir merken für nächstes Mal, wenn ich in Polen bin. Ich brauche nämlich wieder ein paar. Siehst du, ich habe keine an. Aber habe ich absichtlich gemacht, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir die Zeit noch haben, das mit dem Change zu machen. Da muss ich ja vorlesen, will ja bestimmt keiner machen. Okay. Machen wir weiter. Trikot, heißt was Trikot? Koszulka. Koszulka. Aber du hast mir auch erzählt, das heißt noch was anderes, ne? Das heißt auch Klarsichtfolie. Und wie sage ich dann? Ich packe die Unterlagen in eine Klarsichtfolie, weil ich packe die ja nicht in ein Trikot rein. Nee, dann packe ich die in eine Koszulka. Das heißt, Wurschdokumente do Koszulki. Also man könnte als Fußballspieler auch eine Klarsichtfolie tragen, dann wäre das egal, ne? So ungefähr. Koszulka, schöner Name. Der Elfmeter heißt im Polnischen? Karne. Karne, hat aber dann umgekehrt eine andere Bedeutung. Wir sagen ja Elfmeter, obwohl wir eigentlich das andere Wort ja auch benutzen könnten.
Ja, wir sagen dann Strafstoß. Strafstoß. Das ist der Strafstoß gemeint damit. Karne wird K-A-R-N-Y geschrieben. Karne. Ja. Karne, okay. Und die Ferne ist? Chorągiewka. 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 Ach, da ist wieder so ein Horn. Ja. Chorągiewka. Okay. Und was ist, wenn ich eine alkoholisierte Ferne habe? Ja, dann czuć się od ciebie alkoholem. Wie? Czuć się od ciebie alkoholem. Du riechst nach Alkohol. Ach so, man sagt dann nicht ein Wort, man sagt dann direkt. Man muss das umschreiben. Du stinkst nach Alkohol ungefähr. Okay. Und wenn hier vom Tor die Latte heißt wie? Słupek. Słupek. Und wenn ich dann so frage, mach mir eine Latte. Bestell dir einen Kaffee. Ach so, du meinst den Kaffee. Okay. Das ist ja ein heikles Thema, ne? Wie heißt das dann auf Polnisch? Zamów sobie Latte Macchiato. Okay, du sagst lieber dann Latte Macchiato zusätzlich, damit das nicht missverstanden wird, ne? Ja. Alles klar. Ja, zum Abschluss. Da sind wir dann durch. Da haben wir eigentlich den Käfer im Schilf. Ich weiß nicht, ich frage mal nochmal eben, haben wir noch 5 Minuten? Haben wir noch? Wer jetzt möchte, es gibt ein kleines Reimgedicht, Schüttelreim. Da gibt es dann einen Fußball zu gewinnen. Ich setze mal eben den Ball auf, den man aber dann selbst aufpumpen muss. Ursprünglich hat man gedacht, mit Autogrammen der polnischen und deutschen Nationalspieler am UEFA Cup Ball, aber die zu kriegen in der Kürze, die wir hatten, ging nicht. Also hat meine Frau einen polnischen Fußball besorgt, den wir aber selber nicht aufpumpen konnten, weil wir diese Pumpe nicht haben. Aber wer den gewinnt, kann ihn als Hut benutzen, wie man sieht, ne? Oder eben aufpumpen und ja, verschenken oder irgendwo ausstellen an der Erinnerung an diesen schönen Nachmittag oder Mittag, ne? Von 12 bis 1 hatten. Ja. Genau, und dann sag etwas zu diesen Socken. Ach ja, genau, und die Socken hier, die hast du mir geschenkt. Da steht nämlich, da ist ein Hirschkäfer drauf. Das ist nämlich dieser Schorsch. Genau. Halleluja. Habe ich den auch richtig ausgesprochen? Hast du. Okay, dann ich muss jetzt vorlesen und dann, ich nehme mal das hier runtergehen. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand machen will. Ich mach's mal von hier oben aus. Also das ist zum 21. August, oder was steht da? Der 21. Februar, war der internationale Tag der polnischen Sprache. Genau, und du hast ja einen Sprachenservice, ein Dolmetscher- und Übersetzerbüro, und dann hast du mir das geschickt, ne? Und da war dieses Gedicht dann drauf. Genau, so war das. Und dieses polnische Gedicht ist ja ein sehr berühmtes, ein Zungenbrecher wie Fischers Fritze, frische Fische in Deutschland. Richtig. So ungefähr, aber das kann man langsam vorlesen, da bricht man sich trotzdem die Zunge, ne? Versuch es schnell zu machen, das ist mein Hinweis. Und du hast mir immer gesagt, sprich wie Maschinengewehr, dann, wenn keiner was versteht, das ist polnisch. Okay, aber ich habe letztes Mal zu langsam, wir haben es ja vorgemacht. Ne? Okay, ich versuch's mal. Chance Fmi, Wyszczecinie, Wyszczekonfach, Szacza, Szacza, Niszcząść, Szcza, Szypawka, Szka, Wyszczecinie, Szcząścza, Szuczbem, Szczyt, nee, das ist ein L mit Strich, Szechisch, das ist aber jetzt, nee, Szech, Sprech. Sprechstil. Das liegt übrigens auf den Tischen aus. Sprechstil. Wonsch. Strascha. Strancha. Du machst das toll. Ich mach das toll, toll. Strancha. Sprechwa. Dschuchu. Atschumia. Puschche. Tusch. Pschü. Pschüschchenje. Straschne. Nee, Straschne. Straschne ist schrecklich, ne? Ja. Sprech. Schöner Schuh, jetzt muss ich was trinken. Vielen Dank. Wer das jetzt mitmachen möchte auf der Bühne, ist herzlich eingeladen. Es möchte keiner, sehe ich gerade. Traut sich keiner? Traut sich keiner. Ja, selber schuld, dann behalte ich den Ball. Ich pumpe den bei Gelegenheit auf, wenn ich diese Pumpe auch finde. Und dann schenke ich das ja, den ukrainischen Kindern, wo wir helfen in Bochum, der Gesellschaft Bochum-UNESCO. Ich denke, da haben wir was Gutes getan, wenn das dann dort in der Ukraine, in Westukraine gibt es ein Waisenhaus, das wird beliefert von der Gesellschaft Bochum-UNESCO und ich unterstütze da immer bei Zeiten, wenn der Hilfstransporter losgeht
und dann kriegen die den Ball von uns. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Ne? Alle 50.000 Zuschauer nicken mir zu. Ja. Ein schöner Spender sozusagen. Genau, und dann werde ich auch alles, was hier drin ist, das verteilen wir jetzt einfach mal, wer es dann mitnehmen möchte, bei den Quiz nicht mitgemacht hat. Da gibt es dann eben die Mushrooms, die Pilze mit finnischer Soße, ne? Die kriegt ihr dann. Hier, das sind übrigens hier unsere Markenzeichen, die nehmen wir mal mit, wenn wir, wie nennen wir sie noch? Karl Raul und Martha. Genau, wenn wir unterwegs sind, sind sie immer dabei. Meistens sind wir mit dem Zug unterwegs nach Polen. Und die begleiten uns auch vor Ort zu verschiedenen Anlässen, in verschiedenen Städten und so weiter. Genau, dann machen wir Fotos, kleine Videos oder so und dann spreche ich hier einfach mal ein bisschen anders, weil ich auch Sprecher bin. Ne? So. Mehr will ich gar nicht erzählen. Da müsst ihr einfach mal bei uns in ein YouTube-Video reingucken. Ne? Da haben wir kleine Shorts. Viguskraut ist da die Adresse. Ihr könnt auch die Visitenkarten mitnehmen. Der Link zu dem QR-Code, der muss noch neu generiert werden. Den habe ich jetzt kurzfristig noch schnell neu machen lassen. Viguskraut.de ist unsere Internetseite. Ihr könnt auch bei rotpotologe.de, das ist meine eigene, den Link dann nutzen für Viguskraut. Und dann auf Facebook, Instagram sind wir auch vertreten. TikTok machen wir eher mal nur so nebenbei. Das war's. Ist ein merkwürdiger Laden da. Ja, das war's eigentlich, ne? Sind wir durch? Ja, schade, es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht und da können wir eigentlich nur noch die Daumen für die Polen dann bei der nächsten EM, aber erstmal WM drücken. Genau, in 2 Jahren. Ob der Lewandowski dann noch rumläuft, die nächsten 2 Jahre, bezweifle ich, ne? Der ist jetzt auch ziemlich alt geworden, ne? Ja, also, ich glaube nicht. Genau. Ja, dann bedanken wir uns beim Publikum, die 50.000, die hier da waren. Und sagen bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir irgendwo anders mal einen Live-Auftritt. Ich hoffe, es hat gefallen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Und wie verabschiedet man sich jetzt? Verabschiedet man sich jetzt nochmal auf Polnisch? 10 Minuten lang und zwar mit verschiedenen Phrasen, Sätzen, Worten. Aber wir kürzen das. Nee. Deshalb. Na razie, cześć, do widzenia. Trzymajcie się. Und noch? Papa. Papa, ja, kommt übrigens wahrscheinlich aus dem Österreichischen. Da sagen nämlich die Österreicher, sagen die Ungarn, da sagen die Tschechen, da sagen die Slowaken und auch Ukrainer, je nachdem welcher Teil. Papa, im Polnischen ganz normal. Ja. Nur mal als Hinweis. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt sind wir zu Hause. War doch ein anstrengender Tag noch. Wir haben noch ganz viel erlebt. Könnt ihr dann anschließend jetzt im Video noch sehen. Da haben wir noch, wie hieß die noch, die Diana? Den Namen habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Kokopole? Von Kokopol, genau. Da haben wir sie auch kennengelernt. Aus Gladbeck? Ja, ihre Freundin war aus Gladbeck. Ach so, nee, die wohnen beide da. Ja. Aber da guckt jetzt noch ein bisschen weiter, weil wir haben ein kleines Interview gemacht. Ist sehr interessant, geht auch darum, dass Kinder... da gefördert werden, Polnisch zu lernen. Wir haben ja, das ist ja das Interessante, es gibt sehr viele polnische Migranten und mehr als Franzosen und man kann also auch Polnisch lehren, beziehungsweise lernen. Ja, und das ist schade, dass nicht in jeder Stadt eine Möglichkeit dazu gibt, Polnisch zu lernen. Und übrigens auch von 6 Jahren bis 25 Jahren kann man, genau, im Alter von, kann man die Sprache erlernen. Richtig, aber das wird im Interview. Wir beide haben keine Chance mehr, weil wir sind schon da drüber. Ja, sonst müssen wir unsere Ausweise fälschen lassen. Aber wir wurden kurz begleitet beim Intro von jemandem, den ich aber dann nicht mehr vorgestellt habe. Wir waren da irgendwie so völlig fokussiert und dann musste er aber auch auflegen. Der DJ heißt wie? Tomek Woźniakowski. Den haben wir eingeladen, oder wir haben ihn eingeladen, mal zu interviewen, weil er legt nämlich nur polnische Platten auf, richtig Polen. Finde ich toll, also sehr einfacher, schöner Name, ja, der Website. Genau, und da könnt ihr unter richtig-polen.de einfach mal drauf gehen und ja, könnt ihr ihn buchen. Der macht das mit Sicherheit sehr gerne bei euch zu Hause oder in der Disco oder wo auch immer aufzulegen. Tolle Musik, moderne Musik, alte Scheiben. Einfach mal nachhaken hier bei ihm, richtig-polen.de. Und wie fandest du das denn jetzt, unseren Live-Auftritt da? Sehr gelungen. Wir haben uns, finde ich, sehr gut präsentiert und vor allen Dingen den polnischen Fußball und sehr viel Input gegeben und in der Hoffnung, dass einiges hängen geblieben ist. Ja,
Das hoffe ich auch. Wir hatten leider zu wenig Gäste, wir haben ja Werbung gemacht. Aber auch die Stadt, da muss ich sagen, hat einen Hashtag Everybody's Heimspiel gemacht, aber da habe ich irgendwie nur die Public Viewing Scheiben da gesehen, aber nichts von dem Tag dort, also nicht von uns, sondern überhaupt von dem Stadion der Träume, fand ich ein bisschen schade. Ich darf das doch kritisieren, oder? Darfst du? Darf ich, ne? Genau. Nebenan gab es auch andere Veranstaltungen, weil der Tag war ja sowieso für Polen gedacht in Bezug auf Musik, Kultur etc. Und ich fand das toll. Dann hat man Komponisten. Das war eine Lehrerin, die hat die polnischen Komponisten schön auf DIN A3-Bögen abfotografiert und kurz Biografie aufgeschrieben. Mal sehen, ob die einen Podcast machen möchte mit uns. Und dann war da noch ein Düsseldorfer Fotograf mit polnischer Herkunft, Wall-DO, also Waldo, WALL-DO, mit Düsseldorfer Motiven. Sehr faszinierende kleine Ausstellung. Könnt ihr im Anschluss der Komponisten hier im YouTube-Video ja auch nochmal sehen. Und dann kam eine Band, die haben wir aber nicht mehr verfolgt. Das war eine Jazzband und da war eine ja grandiose, bekannte polnische Sängerin. Dann waren da zwei Tanzgruppen. Ja, Jawor und Polskie Kwiaty. Die haben wir beide nur am Rand wahrgenommen, ne, weil wir ja selber mit uns zu tun hatten. Die waren wahrscheinlich hinter uns. Da war Musik und wir haben geplaudert, da hinten wurde getanzt. In traditionellen Kostümen bei Jawor. Jawor war die Tanzgruppe, die erste. Und die zweite war Polskie Kwiaty. Die habe ich auch dann rumlaufen sehen. Du auch, ne? Ja. Und da sind wir mal gegangen. Und die Band hieß Margot und Banditen. Die haben da auch gespielt. Und da sind wir dann gegangen. Ja. Schade eigentlich. Ja, schade. Hat sich auch dann die Räumlichkeit gefüllt. Genau das Gegenteil, was wir da nicht hatten, aber ist nicht schlimm. Wir haben unseren Spaß gehabt auf jeden Fall, oder? Ja, definitiv. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht sieht man uns bald wieder irgendwo auf der Bühne. Irgendwo live auf der Bühne würden wir gerne machen, um die Brücke zwischen Deutschland und Polen zu machen. Thema könnt ihr auch vorgeben, das erarbeiten wir und machen das auf der Bühne. So eine Stunde? Was? Ja. Ne? Kriegt das, man hin? Genau, eine Stunde ist eine gute Zeit, weil das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Und da kann man schon einiges rüberbringen. Wir hatten Quizfragen, die, habt ihr gemerkt, konnten wir nur selber beantworten, weil das Publikum leider sehr gering und schüchtern war. Aber ich denke, da habt ihr dann auch viele Infos noch gekriegt zusätzlich und damit können wir jetzt unseren Podcast insgesamt schließen, würde ich sagen. Ja. Bleibt aber noch dran, die kurzen Interviews, die wir noch hatten, von ungefähr 5 Minuten jeweils, die möchte ich hier noch mit einbauen als Abschluss für den kompletten Tag, den wir dort im Stadion der Träume verbracht haben. Es war eine tolle Gelegenheit, Polen zu präsentieren. Genau. In verschiedenen Bereichen. Genau, wie gesagt, Brücke zwischen Polen, Deutschen und umgekehrt. Das ist eigentlich unser Ansinnen, nicht nur die Sprache dann zu lehren. Nee, Sprache ist eine Sache, aber es gibt viel drumherum. Ja, und Kokopol, das ist eine sehr interessante Geschichte. Da bleiben wir auf jeden Fall noch dran. Ja, definitiv. Genau, und jetzt sagen wir wirklich, dann bleiben. Eva, guck mal, wir sind hier oben noch im Stadion der Träume und da haben wir einen Stand entdeckt. Was ist das? Hast du das gesehen? Kokopol heißen die. Ja. Genau, und da sind wir jetzt gerade und möchten mehr darüber erfahren, was sie anbieten. Guck mal, hier ist der Tisch. Da gibt es Zeitschriften. Die kann man umsonst wohl mitnehmen. Und da gibt es auch Polski ist cool. Und ich muss ja sagen, wir haben ja unseren Podcast ganz erfolgreich gemacht. Ne? Die Leute waren begeistert, die 20, die da waren. Genau. Ja. Und gibt es hier sehr viel Infomaterial. Die kann man am besten durchlesen. Genau. Und dann fragen wir jetzt die nette Dame, die wir hier entdeckt haben, die uns da ein bisschen drüber erzählt haben. Wir fragen jetzt einfach nochmal, was Kokopol ist. Hallo, stell dich mal einfach vor. Hallo, mein Name ist Diana Lankosch und ich bin von Kokopol, das Zentrum für Kompetenz und Koordination der polnischen Sprache. Und was macht ihr da? Unsere Hauptaufgabe ist primär die Finanzierung oder die Unterstützung von Polnischunterricht für Kinder ab 6 bis 25 Jahren. Und im Hintergrund sehen wir Steffen Möller, den habt ihr ja mal einfach eingeladen. Genau, Steffen Möller, der für dich
erstmal laufen lassen. Der stellt Kurzfilme vor, warum es cool ist, Polnisch zu lernen. Und ihr habt ein Programm, das heißt, Kinder werden Polnisch lernen dürfen können. Oder wie ist das gedacht? Erzähl mal ein bisschen was über das Programm. Genau, also wir werden finanziert vom Auswärtigen Amt. Wir haben Fördergelder zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln unterstützen wir oder fördern wir Polnischunterricht für Kinder, außerschulischen Polnischunterricht ab 6 Jahren bis 25 Jahren. Damit unsere Kinder als Herkunftssprachen unterrichten, polnische Sprache nicht nur sprechen, sondern auch das Schreiben und Lesen. Da muss ich meinen Ausweis verändern, weil ich bin über 26. Ja, genau. Da sind wir doch an den Verschrauben, genau. Aber man kann auch Polnisch als Zweit- oder Drittsprache lernen. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, bei uns Sprache zu erlernen. Und die Zeitschrift, die ich hier liegen sehe, die ist von euch? Genau, und das ist unsere aktuelle Ausgabe, das ist der Kolonus Nummer 9. Mit Bezug auf Nordrhein-Westfalen, also eine ganz schöne Zeitschrift über die Geschehnisse hier in Nordrhein-Westfalen, was die Polonia-Organisationen machen. Also seit wann machen Sie das? Kukupol ist seit 2020, genau. Das heißt, Corona entstanden. Oh je. Aber habt ihr gut überstanden? Ja, wir wachsen auch. Wir haben mittlerweile die Außenstelle mit mir als Person in Nordrhein-Westfalen, eine weitere Außenstelle in Berlin und unser Hauptsitz ist in Östritz, an der polnischen Grenze. Wow. Da werden wir nochmal extra kommen und nochmal über die ganzen Anfänge vielleicht einen kleinen Podcast machen. Wäre das okay? Ja, natürlich, gerne. Dann haben wir einfach mal geguckt, was hier ist und es ist schon was Interessantes passiert. Wir bedanken uns. Vielen, vielen Dank. Für dieses nette kleine kurze Gespräch und hier, genau. Polonus. Einfach mal reingucken, ne? Viel Erfolg noch weiterhin. Als Abschluss gibt es jetzt noch etwas zu futtern. Wir essen hier ein Würstchen und eine Scheibe Brot mit ein wenig Mustard, Senf. Und ich habe noch Piroggen dabei mit Sauerkraut. Du probierst. Wir verabschieden uns hier vom Stadion der Träume aus Düsseldorf. Und wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt und sagen jetzt Narazie. Bis bald.